Gott, was haben wir gemacht? 4 Stunden! Jo, Freunde, was geht ab? Mein Name ist Furki. Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Furki Plays. Und heute, meine lieben Freunde, gibt es mit tiefer Stimme Dries Mertens Team of the Season Pizzeria Squad Builder Battle. Ich weiß nicht, warum der Thumbnail Designer, der gute Jannis, hier ein Pizza reingemacht hat, aber schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht ist es ein Insider, vielleicht weiß ich es nicht. Aber auf jeden Fall, der Herr sieht sehr, sehr gut aus, Freunde. Ich denke auch, der passt zur Meta dieses Jahr in FIFA 21. Ich bin gespannt, wie er sich spielen lassen wird. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich den aller schlechtesten FIFA-Spieler der Welt, und zwar Serkan Isak Isak, Freunde. Boah, Alter. Egal, dazu komme ich gleich, aber eine Frage an dich. Wenn du jetzt eine Pizza bestellen würdest, was mit würdest du jetzt... Oh. Ja, mit was? Oder ich sag dir so, Pizza Tonno mit Sauce Hollandaise und noch Döner drauf. Okay. Jungs, schreib mal unten in die Kommentare. Was würdet ihr empfehlen? Schreibt, seid ihr faul? Schreibt mal rein. Ich bin so ein Klassiker, entweder Margarita oder Tono, Digga. Aber schön mit Zwiebeln. Ja, boah, ja, ja. Richtig schön das, mit Zwiebeln. Boah, ich hab richtig Bock drauf, weil ich habe seit 17 Uhr nichts gegessen. Oh. Wir haben gerade 1.06 Uhr, ja. Aber, Freunde, sprengt den Like-Button, lasst ein Abo da, falls ihr auf dem Kanal seid. Wir sind Road to 70k. Ja, wir machen so, Road zuerst mit 70k, lassen uns 70k knacken, aber alle Pizza-Liebhaber, einfach die Daumen nach oben. Also, das heißt, jeder muss eigentlich liken, oder? Ja, Bruder, jetzt mach nicht so. Jungs, jeder, der möchte, lasst Rain ein Like da, ihr würdet mich damit supporten, das wäre... Ihr seid alle gezwungen. Nee, das nicht, aber würde auf jeden Fall freuen, Freunde, ihr würdet mich damit supporten. Checkt das Video bei Seko ab und lasst gar nicht so um den heißen Brei herumreden, Freunde. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr auch Uncut-SPBs feiern würdet, dass wir gar nichts cutten. Das ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Schreibt es mal unten in die Kommentare, aber heute natürlich wieder mit Cuts. Nein, Golan, ja, hast du bestimmt am Start, oder? Was war das jetzt, Nein, Golan? Was? Komm, mach mal. Mach mal, komm. Was soll ich denn machen? Ich halte rein. Achso, du hältst rein. Achso, so, okay. Ja, ob ich jetzt den Nainggolan nehme, dann weiß ich nicht, Bro. Hast du Nainggolan aufgeschrieben? Nein. Ja, dann nehmen wir mal Nainggolan und rechts Perisic. Okay, Nainggolan Lozano aufgeschrieben. Das heißt, du kannst Nainggolan einmal rausmachen. Mann, Alter. Du hast da einfach einen Bronzespieler rein. So, und ganz wichtig, ne? Also beim Discarden kommt der Nainggolan wieder. Das darfst du jetzt auch nicht. Nein, Digga, sowas haben, das haben wir auch nicht bei mir gemacht. Nein, ja, mach mal, ich komm. Das ist selber schuld. Hä, du ja, hast doch bei weiter, dir auch verloren. Weiter. Ist so gut, dass wir es nicht gemacht haben, Dummkopf. Super, komm. So, Freunde, also als rechter Mittelfeldspieler habe ich persönlich am Start, ich weiß gar nicht, warum er nämlich angezeigt wird. Das ist doch irgend so ein Bug hier gerade. Naja, ganz komisch, Freunde. Auf jeden Fall habe ich als rechten Mittelfeldspieler den guten Herrn Perisic Food Birthday. Und im rechten ZM habe ich Arturo Vidal. Ist so sinnlos, was ich da geschrieben habe. Thielemans und Lozano. Ohne Sinn. Okay, ich muss Perisic wohl nochmal kaufen, Freunde, anscheinend habe ich ihn verkauft. Aber okay, dann machen wir weiter mit den nächsten drei Positionen. Der Einstieg war auf jeden Fall sehr, sehr lost, Freunde. Ich glaube, das wird eine ganz interessante Folge heute. So, Männers. Ja, auch so Furki. Ich halte mal rein. Also, linker Stürmer ist auf jeden Fall ein Belgier. Ja, und zwar haben wir dort einmal Thorgan Hazard Freeze, Freunde. Man muss natürlich ab und zu auch mal den sicheren Weg gehen. Dann ja, habe ich im linken ZM eine Team of the Season Thomas Müller Karte und im linken Mittelfeld, den kennst du ja, den Team of the Season Coman. Ui. Wir haben Didi Drogba, Coman und Müller. Ah ja, auf jeden Fall, hör mal auf. Drogba, Coman und Müller. Warte, ich warte. Drogba, Coman und Müller. Ehrlich jetzt? Ja, Bruder, soll ich dir ein paar Skype schicken, Digga? Wie ja, kommt man, also das ging doch gar nicht, wie hast, hä? Wie es ging nicht? Wie kommst du auf diese Idee, dass ich die nehme? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Chat-Jungs, ich weiß nicht, was soll ich sagen, so. Kein Sinn, Digga, vielleicht, aber ich halt mal rein hier. Vielleicht hast du ja auch meine Spieler, kann also ja gut möglich sein. Ich habe auch mal in die Kommentare bei deinem Video geschaut, wenn ich jetzt nicht den Typen hier getroffen habe, dann weiß ich auch nicht mehr. Miroslav Klose, du hast bestimmt Jamie Vardy, wa? Wie kannst du nicht Wardy treffen, so? Bruder, das Ding ist, ich schwöre, wenn man aufschreibt, steht der dann nicht da. Klose, Reus und Brandt. Ja, ich habe fast gleich geschrieben. Brandt, Barnes, Madison, Wardy. Genau, Brandt, ja, genau. Ja, ah, noch was. Was? Ich wünsche mir genau in der Mitte einen Torwart, Bro, bei dir. Ah, das hast du jetzt zu spät gesagt. Na egal, komm.
Freunde, mal weiter in nächsten Position. Let's go. So, Freunde, die nächsten zwei Namen. Außenverteidiger sind am Start. Mal sehen, ob ich diesmal vielleicht das Glück habe, jemanden zu treffen. Ja, mein Freund, auf der rechten Seite, da haben wir einen Goldcard, und zwar das ist der Malkuit. Und auf der linken Seite, ich schaue kurz mal, ich gehe mal kurz nach Kassel. Du hast bestimmt Nico Schulze geschrieben und ich habe den Günther am Start. Digga, hast du hier irgendwo eine Kamera? Das kann doch einfach nicht wahr sein, Digga. Was hast du denn? Ich habe auf jeden Fall Günther und Malkuit aufgeschrieben. Spaß. Günther habe ich nicht aufgeschrieben. Ich habe Schulz und Bruno Perez aufgeschrieben. Das heißt, ich mache mal weiter. Ich habe als linken Verteidiger einen Franzosen, ja, Ferland Mondi for Birthday, und auf der rechten Seite seinen Landsmann aus Beşiktaş, Rosier, Team of the Season. Angelino und Rosier. Ah, auf jeden Fall. Er glaubt nicht, ja. Wallah, ich schwöre auf alles, Rosier hier. Wie? Und Angelino. Wie? Warum, weißt du wie? Du hast auch... Also, warte, ich schick dir jetzt WhatsApp, Digga. Wie geht das? Er kann doch nicht wissen. Hä? Wie ehrenlos ist das bitte? Warum mach ich auf Transfer? Ich muss nur eh gleich wieder reinmachen. Naja, okay. Nächster Bronzer, was soll ich sagen? Was soll ich sagen, Bruder? Dann, ich halte mal rein. Was willst du reinhalten, Bruder? Was willst du reinhalten? Scheiße. Sorry, vor allem in den nächsten drei Positionen. Tut mir leid, Mann, ich meine Schuld. Jungs, letzte Runde, meine Damen und Herren. Ich glaube, ich habe alle drei. Alle drei, sagst du? Ja. Ich sag niemals. Also, linker Innenverteidiger. Haben wir eine Team of the Season Karte, Lacroix. Rechter Innenverteidiger habe ich eine Icon Karte, Prime Icon, Desailly. Und im Tor habe ich Manuel Neuer, Team of the Season. Warte. Schreibst du jetzt auf oder was? Nein, nein. Guck mal WhatsApp. Laber kein Scheiß. Guck mal WhatsApp. Laber kein Scheiß. Guck WhatsApp. Ich habe Areola, Desailly und Lacroix. Ach du Scheiße, zumindest kann mein Torwart stehen. Ey, das Ding ist, die müssen alle gleich wieder rein. Du hast 5 Spieler gesniped, ne? Und die kommen gleich alle rein. Die kommen gleich alle wieder rein. Neuer kann bleiben. Warte, ich werde so schwitzen, Bruder, gleich. Bist du ready? Ich halte mal rein. Bruder, das Ding ist... Ich bin noch nicht vorbei, da. Weiß ich mal. Kann sein, dass er die hat, Mann. Diego Carlos, Koundé und Bono. Lacroix, Gosens und Neuer. Ich verstehe das nicht, Digga. Lad mal ein, ich muss jetzt um mein Leben schwitzen. Freunde, kein Wort von mir im Gameplay. Ich sag's euch, wie es ist. Dann würde ich mal sagen, ich werde so ein bisschen den Ball zirkulieren lassen. Ne? Sagen wir es mal so. Wie im Zirkus. Sag mal einfach. Bender, mach's wieder hin. Ach, Dummkopf. Oh mein Gott, Digga, ich hab schon Feuer gedrückt, ja? Meine Fresse, Alter. Dummkopf, Seko. Hallo. Ach du Scheiße. Dummkopf-Furki. Dummkopf-Furki. So eine Traumflanke. Dummkopf-Furki. Das ist gut gemacht und das ist 1-0. Stark, Dries. Guter Ball auf Tor. Als ob der jetzt Tor macht. Ich wollte schon sagen, Alter. Boah, was denn? Also jetzt mal ehrlich. Wie geht sowas? Was für eine traumhafte Grätsche von Lars Bender Jr. und dann sowas, Digga. Ach du Scheiße. Ja, das kleine Bronze. Das kleine unser Bronze safe. Abseits. Okay, ganz entspannt. Was? Abseits? Ja, abseits. Was macht denn der Western in der Verteidigung? Koundé, Digga, was war das? Uff, das ist Fußball. Wie aus dem Lehrbuch. Ach, ich wurde beraubt um ein Tor. Also, Bruder, ich muss sagen... Alles, was war da? Ach, komm, hör auf. Das ist krass. Ich meine das ernst, ich... Pushe nicht viele Spieler, aber Dries Mertens ist einer der besten Spieler, die ich hier testen durfte im FIFA 21 Offensiv. Bruder, was hat der für beste Schüsse? Beweglichkeit? Bruder, weißt du, wer krass ist? Wer? Brandt. Ja, Bruder. Niemals da drin. Was wird niemals, Digga? Digga, ich hab einen neuer Tot. Miroslav. Warum hab ich einen neuer Tot überhaupt da? Ey, nein!
Oh mein Gott, okay, Brandt. Bruder, der muss alleine machen. Der muss alleine machen, Brandt. So schlecht, aber Tor 4-3. Brandt, du bist der Beste. Nein, Monty, renn. Niemals da drin. Er ist der beste Lupfer-Spieler. Seko ist derjenige, der Lupfer immer reinmacht. Das ist nicht normal, Digga. Ja, toll. Einfach verloren gegen so einen Noob. Nicht normal. Ey, ich kann sie sogar noch eins. Digga, Schiedsrichter. Bruder, ich schwöre, Ball ist im Mittelfeld. Es ist schon über Zeit. Warum lässt er spielen? Sag mal. Naja, egal, Freunde, ich stell mal kurz um. So, Freunde, also, ich habe jetzt umgestellt. Ich habe ein ungutes Gefühl. Irgendwie ungutes. Ein ungutes Gefühl. Ich weiß nicht, Digga. So drei Discards gegen Fulki, wenn du so ein Discard hast, dann schmerzt schon. Aber drei ja. Stück, da bin ich jetzt mal gespannt, Digga. So, guck mal, das Ding ist, du hast 4-4-2. Ja. Nach langer Zeit nehme ich mal erstmal deinen Torwart. Okay? So. Du hattest in der Innenverteidigung einmal Desailly eigentlich. Und wem hattest du noch in der Innenverteidigung, ja? Ich hab das leider nicht hier zu stehen. Aber ich nehme die beiden Innenverteidiger. Ich gehe davon aus, dass du einfach nichts gewechselt hast. Oder wenn überhaupt, Mertes muss ich eigentlich rechts außen nehmen. Keine Ahnung, ich habe jetzt gesagt, Torwart und beide Innenverteidiger einfach. Also ich habe umgestellt. Ich weiß noch nicht so, wie ich das Ganze bewerten soll. Also Mertens hast du nicht getroffen. Das ist doch schon mal gut so. Wo war er denn? Er war linker Verteidiger. Dann hast du aber getroffen eine Icon, Prime Icon Desailly, das sind glaube ich 400.000 Münzen, das ist ekelhaft. Dann ist okay. Hast du Perisic getroffen, sind nur 78.000 und du bin hast schon bei 500. Team of the Season Müller getroffen, Digga. Wie viel kostet der? Der kostet auch so gute 300.000, also insgesamt so 800.000? Mein Team war halt teuer, Digga, das war mit einer der schlechteren sogar, glaube ich, oder? Chat, was sagt ihr? Bin ich gut davongekommen, Digga? Also ich bin jetzt gerade nicht so ganz unglücklich, weil es hätte härter sein können. Ist okay, ist okay. Mondi, Mertens, wäre schon vorbei so, oder Lacroix. Ja, ist okay, 800.000 nimmt man mit, Chats. Ist so, ja. Er dient, gewonnen, der Seko, macht ein SBC, ja, gibt bei Bronze Pack up, Kappa, und dann RIP. Ja, das gehen wir jetzt hier einfach mal bei Lozano ab. Ich wollte den eigentlich zwar nicht machen, aber besser als gar nichts. Schmerzt. 800.000 Münzen hat der Seko sich hochgerechnet. Das Ding ist, Seko, jetzt mal ehrlich, wie hast du die gesniped, Digga? Ich hab extra auch gar keinen Mod, niemand wusste, Digga. Ich hab das Team selber gebaut. Wie wusstest du... So, gibt's hier noch eine Auflösung oder war das dein Ernst? Also ich sag mal so. Okay, ganz kurz. Ich halte mal kurz, Jungs. Und zwar, ich war unterwegs heute und wir haben kurz telefoniert. Ja, und wir haben so einfach über Spieler und so gesprochen, ja. Und der hat mir halt über Desailly was gesagt. Dann dachte ich mir, okay. Und das war dieser Knackpunkt, Bro. Danke dir. Hä? Du hast doch Desailly gar nicht aufgeschrieben, oder? Ich habe Desailly aufgeschrieben. Hat Desailly bei dir gespielt gehabt, oder was? Stimmt, Digga. Hat Desailly bei dir gespielt? Nein, hat er nicht. Ey! Oh, Team of the Season Walkout! Team of the Season Walkout! Ich glaube, beende. Du hast nichts gefunden. Grimaldo, Team of the Season. 90er noch mitgenommen. Freunde, sprengt den Like-Button, lasst ein Abo da, falls ihr nur auf dem Kanal seid. Ich weiß nicht, wie viel der kostet, ich nehme den einfach mal mit. Danke für den Support auf die letzten Videos, Streams etc. Freunde, Like da, Abo da lassen, lasst uns die 70.000 klicken, checkt das wieder bei Seko ab, haut rein. Ciao, ciao. Bruder, warte. Ja. Grimaldo kostet 500.000, Bruder. Lass, laber keinen Scheiß. Was? Hau rein, ciao, ciao. 47.000, ciao.